Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Hörer von 1Live und die Zuschauer von 1Festival. Das wieder erfahren sind, ist heute nicht dabei. Wir haben Freitag und das ist die eine unserer freien Nächte. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, freie Nächte heißt ja, dass ihr euch hier bei mir zu jedem Thema melden könnt, über das ihr gerne sprechen wollt. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Die erste Anruferin heißt Lina und ist 18 Jahre alt. Hallo Lina. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Also es geht darum, dass ich seit 3 Monaten halt nicht mehr meine Tage habe und ich so vor circa 3 Wochen beim Frauenarzt war und einen Test machen lassen habe. Ja. Und der ist positiv ausgefallen. Meine Familie weiß Bescheid und meine beste Freundin auch, aber halt mein Freund nicht. Der ist im Moment mit seiner Familie in Frankreich im Urlaub. Mhm. Und ich habe halt Schiss, wenn ich es ihm sage, dass er Schluss macht, weil wir halt aus Jufendollerei mal darüber gesprochen haben, wie es wäre, wenn wir jetzt noch länger zusammenbleiben. Und dann halt irgendwann meine Familie kunden. Dann meint er so, ich will das nicht und hier und da. Mhm. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? 2 Jahre. 2 Jahre? Mhm. Mhm. Wie ist das denn passiert? Ja, irgendwie, ich war, hatte halt Magen-Darm-Grippe gehabt. Ja. Und dann hatten wir halt, halt nicht mit Kondom verhütet, aber wir hatten beide vorzeitig einen Test gemacht, ob vielleicht irgendwas mit Krankheiten da war, war aber nicht. Ja. Moment, wieso, was hat das mit der Magen-Darm-Grippe zu tun, dass man da kein Kondom benutzt? Ja, wir haben es einfach jetzt nicht mit Kondom gemacht. Und ihr habt einfach mal nicht mit Kondom gemacht. Ja. Ja, so. War ein bisschen naiv, ich weiß. Allerdings, allerdings. Das war wahrscheinlich auch gar nicht in deiner Planung drin, dass du jetzt schwanger wirst, ne? Ja. Mhm. Wie war denn die Reaktion so von deinen Leuten, die das jetzt schon wissen? Also, meine Mutter war ziemlich gemischt, aber sie hat sich also gerade, also sie steht hinter mir und meint, es wäre schöner gewesen, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre, aber. Mhm. Sie versteht, also sie versteht es nicht, aber sie steht hinter mir. Ja. Was ja schon, und der Vater? Ja, mein Vater war natürlich ein bisschen strenger da, aber er akzeptiert das jetzt auch und freut sich natürlich auch schon drauf. Ja, also das ist schon mal sehr gut. Da ist deine Familie, die steht dir zur Seite. Ja. Da brauchst du dich nicht zu sorgen. Jetzt ist der Freund das Problem. Mhm. Der Freund wird wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn das erfährt. Du ist das ja bei einer Schwangerschaft so ein Gesetz der Logik, dass man da nicht lange warten kann, weil dann verrät es sich selbst. Ne? Die Tatsache kommt dann selbst ans Licht. So, was bleibt zu tun? Ja, also ihm sagen. Es bleibt überhaupt gar nichts anderes übrig als ganz. Wann kommt er wieder aus dem Urlaub? Nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch, okay. So lange Zeit kann es ja noch, kann man ja noch warten. Ich würde es ihm ja nicht am Telefon sagen, das ist ja vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn er da irgendwo im Urlaub ist. Und dann wirst du das Erste, was du ihm erzählen wirst, wenn ihr euch seht, nächste Woche Mittwoch, wirst du ihm das sagen. Ja. So. Und dann wollen wir mal gucken, was das für ein Kerl ist. Ob der dich wirklich liebt, ob der zu seinen Taten steht. Ich meine, er hatte seinen Spaß, nun muss er auch dazu stehen, was draus geworden ist. Mhm. Ob es ein verantwortungsvoller Kerl ist. Oder ob es einer ist, der seinen Spaß wollte und jetzt den Schwanz einzieht, wenn es darum geht, Verantwortung zu tragen. Ja. Wie schätzt du ihn denn ein? Er hat das ja schon, gut, du hast, wie du es gerade gesagt hast, schon so eine Äußerung gemacht, aber generell so vom Typ her, vom Charakter, wenn es jetzt wirklich ernst wird, wie schätzt du ihn ein? Ich denke mal schon irgendwie, dass er dazu steht, aber irgendwie denke ich auch mal, weiß ich nicht, was ist bei ihm so, es kommt drauf an. Und wie alt ist er? Er ist 19. 19, mhm. Ja, das ist jetzt Stochern im Nebel, Lina. Ich weiß auch nicht, wie er reagieren wird. Aber ich weiß, dass du es ihm so schnell wie möglich sagen musst. Mhm. Sei froh, dass deine Familie auf deiner Seite steht. Ja, bin ich auch. Mensch, wenn die jetzt nicht auf deiner Seite stünden, dann wer hättest du aber wirklich ein Problem. Was machst du? Bist du noch Schülerin? Nee, ich bin gerade in der Ausbildung. Ah ja. Habt ihr da schon Gedanken gemacht, wie das so geht? Muss die Ausbildung dann unterbrochen werden? Ja, natürlich. Oder hast du sie vorher fertig? Oder wie läuft das? Also, ich muss sie halt unterbrechen. Mhm. Aber ich habe das soweit schon mit meiner Chefin abgeklärt. Also, sie wird mich auch wieder aufnehmen. Ach so, super, super. Du hast auch mit der Chefin schon gesprochen. Ja. Toll. Was für eine Ausbildung ist das?
Zu eins ist Kauffrau. Ja. Also ist ja super. Auch eine tolle Reaktion. Hat man auch nicht alle Tage. So, jetzt muss der Freund. Wie heißt der Freund mit Vornamen? Marcel. Marcel, jetzt muss Marcel. Ja, der muss informiert werden. Mhm. Und dann ist das eine Bewährungsprobe für eure Beziehung, aber eine richtige. Mhm. Und ich meine, du kannst dich auf alles schon einstellen. Wenn er negativ reagiert, ist das schlimm. Aber dann ist es halt so. Und das zeigt sein wahres Gesicht, würde ich sagen. Mhm. Wenn er positiv reagiert, umso besser, dann könnt ihr Pläne schmieden, ihr beiden. Ist denn die Beziehung an sich in Ordnung gewesen? Ja. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass das auf guten Füßen steht, das Ganze. Mhm. Lina, nächste Woche, da ist die Stunde der Wahrheit angesagt, ne? Ja. Ich wünsche toi, toi, toi. Dankeschön. Und alles Gute überhaupt für alles, was jetzt auf dich zukommt. Ja, danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt hier im Radio oder bei einem Festival, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt domian@wdr.de. Verbunden bin ich jetzt mit der Ute und Ute ist 38 Jahre alt. Hallo Ute. Hallo. Hallo. Guten Abend. Um was geht's bei dir, Ute? Ja, bei mir geht's um die Mutter meines Freundes. Ich habe mit ihr nur Probleme, wie er auch. Mhm. Und zwar steht er bei seiner Mutter voll unterm Pantoffel. Mhm. Wie lange seid ihr ein Paar schon? Seit 1,5 Jahren. Etwas mehr. Wohnt ihr auch schon zusammen, ihr beiden? Wir wohnen in 3 Parteien im gleichen Haus. Oh, die Mutter, du und er. Ja, sein Vater auch noch, aber der hält sich aus allem raus. Ist das im Nachhinein so arrangiert worden, oder? Ich bin im Oktober hier hingezogen. Ah ja. Mhm. Und wem gehört das Haus? Das ist ein ganz normales Mietshaus. Ach so, ich dachte jetzt, der Schwiegermutter wird es auch noch gehören. Nee, das ist ein ganz normales Mietshaus. Ich meine, da hängt ihr natürlich volle Kanne aufeinander, ne? Ja, richtig. Wenn ich das vorher geahnt hätte, hätte ich das gar nicht gemacht. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, einige Beispiele, damit ich es mir besser vorstellen kann. Also er ist 41 Jahre mittlerweile und hat bis zu seinem 35. Lebensjahr bei seinen Eltern noch in der Wohnung gewohnt, ist dann da ausgezogen. Freundin war eben sehr wenig dadurch. Aber er ist nicht weit ausgezogen, er ist nur im Haus umgezogen. Im Haus ausgezogen, weil seine Mutter das so wollte. Weil die Mutter das sogar wollte. Ja, genau. Bis zu seinem 35. Lebensjahr in der Wohnung der Eltern? Ja, richtig. Hammer. Ja, das habe ich aber alles erst erfahren, als ich dann auch hier gewohnt habe. Mhm. Und er wollte mich am Anfang auch seinen Eltern nicht vorstellen, aufgrund dessen, weil er Angst hatte, dass seine Mutter eben so reagiert. Mhm. So, und dann kamen so Sachen, er hat lange Zeit hinter mir gestanden, weil ich eine Krebserkrankung habe. Mhm. Und die hatte ich allerdings schon, als wir uns kennengelernt haben. Was für eine Krebserkrankung? Bitte? Was für eine Krebserkrankung? Gebärmutterhalskrebs. Ja. Ist das jetzt im Moment, hast du es im Griff? Nein, habe ich nicht im Nein. Griff. Das heißt, du bist eine sehr schwer kranke Frau. Chemo und Strahlen und ich denke mal, das macht der Mutter halt auch zu schaffen. Sie wissen es jetzt mittlerweile. Er hat es ihnen allerdings auch erst vor 6 Wochen erzählt. Warum macht der Mutter das zu schaffen? Sie redet halt so, dass er ja sowieso dann nichts mehr von mir hätte. Mhm. So nach dem Motto, wer weiß, wie lange die Frau noch lebt. Redest du mit ihr denn auch noch? Nein. Nee, gar nicht mehr. Nein, wir hatten einen Zwischenfall zwischen Weihnachten und Silvester letztes Jahr. Mhm. Und seitdem rede ich überhaupt nicht mehr, weil da hat sie mich angegriffen. Wie, tätlich? Ja. Und zwar aus dem Grunde, er war drüben gewesen bei seinen Eltern, kommt wieder rüber und hatte einen Nervenzusammenbruch. Ja. Und dann bin ich rüber, hab angeschellt und hab sie gefragt, sag mal, war es das, was du wolltest, dass dein Sohn jetzt so in der Wohnung liegt? Mhm. Und dann hat sie mich halt zur Seite geschubst, ist rübergerannt in die Wohnung von ihrem Sohn. Und ich bin dann allerdings auch mitgegangen und dann hat sie mir halt die Brille von der Nase gehauen. Und hat gesagt, geh raus aus meiner Wohnung, das ist meine Wohnung. Und da habe ich dann nur gesagt, nee, pass mal auf, das ist die Wohnung von deinem Sohn und ich bleibe hier. Wenn er mich nicht rausschickt, dann bleibe ich natürlich hier. Mhm. Ja, und seitdem reden wir nicht mehr miteinander. Wieso hatte er denn einen Nervenzusammenbruch, nachdem er von denen kam? Weil sie ihm gesagt haben, von wegen, du hast hier kein Zuhause mehr, wenn du mit ihr zusammen bleibst. Ach so, das heißt, du warst auch der Grund des Streites. Ja, genau. Ja. Richtig. Und der Vater, der ich sag mal, in Anführungszeichen Schwiegervater, ist genauso krass? Oder ist Nein, der hält sich raus.
Ach so, der hält sich, sie ist die Schlimmste. Ja, richtig. Und ja, das Schlimme ist eben, ich war halt verheiratet, als ich ihn kennenlernte, habe 3 Kinder, habe aber nur noch die Große aufgrund der Krebserkrankung bei mir wohnen. Mhm. Die anderen beiden sind bei meinem Ex-Mann geblieben. Ich bin mittlerweile geschieden. Wie groß ist denn die Große? Wie alt ist sie? Die ist jetzt 10 geworden. 10? Letzte Woche. Wie, ja. Wie verhält die Schwiegermutter, ich nenne sie mal Schwiegermutter, dann kann man es besser erklären, ja. Verstehen. Wie verhält sich die Schwiegermutter gegenüber deinem Kind? Tag und Tschüss und das war's dann auch. Ja. Also freundlich grüßen tut sie sehen. So, ja. jetzt hast du keinen Kontakt mehr mit ihr seit diesem Vorfall, den du gerade geschrieben hast? Seit diesem Vorfall nicht. Mhm. Dann sind halt noch so ein paar andere Sachen. Er ist letztes Jahr mit seinen Eltern in Urlaub geflogen, kann ich verstehen. Da waren wir gerade zusammen, so ein halbes Jahr, und der Urlaub war schon gebucht. Mhm. Und dann hatte er mir versprochen, dieses Jahr was mit mir zu unternehmen. Mhm. Und dann, das war dann das auch, warum das sich im Dezember so zusammengefügt hatte. Mhm. Weil sie dann rüberkamen und sagten, wir haben unseren Urlaub gebucht und du fliegst mit in die Türkei. Und er Wer, sagte, du? Er, du er, oder er? Er. Ja, und er sagte dann auch zu allem Ja und Amen. Ja. Obwohl er mir halt versprochen hatte, ich mach was mit dir. Ja. Da ging es um den Urlaub in diesem Jahr. In diesem Jahr. Ja. Und, der und nächste Woche fliegt er halt mit seinen. Er fliegt nächste Woche mit. Er fliegt nächste Woche mit, ja. Sag mal, wenn du jetzt seit schon über einem halben Jahr nicht mehr mit der Frau redest, du redest doch über diesen Streit und diese Spannungen mit deinem Freund. Ja, natürlich rede ich mit ihm darüber, aber er steht total zwischen den Stühlen. Er sagt sich, ich versuche drüben Ruhe zu halten. Mhm. Und ich versuche, mit dir Ruhe zu halten. Mhm. Ja. Aber er fügt sich, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, mehr der Mutter. Richtig. Oder er steht mehr auf der Seite der Mutter als auf deiner Seite. Ja, er traut sich nicht. Das ist das Problem. Also ein wirkliches Muttersöhnchen. Ja, in gewisser Weise schon. In gewisser Weise schon. Mhm. Ja. Er zieht nicht klar die Grenzen. Richtig. Wenn er abends von der Arbeit kommt, ist sein erster Weg zu seiner Mutter. Trotz eures Streites. Ja. Er geht erst zu seiner Mama. Ja. Wie lange bleibt er dann da? Also er kommt abends um 9:30 nach Hause von der Arbeit. Zu spät? Ja, er arbeitet halt in Düsseldorf, von Gelsenkirchen nach Düsseldorf, ist schon eine Menge Zeit. Ah ja. Ist im Einzelhandel tätig. Mhm. Und deswegen kommt er erst abends zu spät nach Hause und bleibt dann bis 10:15, 10:30 bei seinen Eltern und kommt dann endlich mal zu mir. Und ich mag nicht mal länger an zweiter Stelle stehen. Mir geht das langsam total über. Ja. Gibt es sonst auch noch Beispiele, wo du dich sehr zurückversetzt fühlst? Also jetzt mit dem Urlaub, das war natürlich ein gutes Beispiel. Mit dem nach Hause kommen, sonst auch noch irgendetwas? Ja, ich sag mal so, mein Vater hatte auch eine schwere Krebserkrankung. Der ist im Februar verstorben. Der ist vor 4 Wochen verstorben? Im Februar ist der verstorben. Im Februar, Und ich hatte ihn gebeten, mich halt zum Krankenhaus zu fahren, weil die Frau meines Vaters rief mich an, Ute, du musst kommen, der Papa stirbt. Mhm. Und dann ist er rüber zu seinen Eltern und hat ihnen gesagt, ich fahre ihn mal eben ins Krankenhaus. Mhm. Und da hieß es dann, was hast du mit dem Mann zu tun, mit dem hast du gar nichts zu tun. Naja, und dadurch bin ich dann eben auch zu spät gekommen. Also er hat dich nicht gefahren? Er hat mich gefahren, aber erst nach einer guten Stunde erst dann. Nach langen Diskussionen. Nach einer langen Diskussion mit seiner Mutter, ja. Mensch, Ute, das sind so was willst du denn da noch, sage ich dir mal jetzt ganz salopp, was willst du denn da noch? Ja, was sind denn das für Zustände? Auf der anderen Seite ist es halt so, dass er halt sehr lieb und nett und alles ist. Ja, und versucht das wieder gut zu machen. Ja, gut, ja. Ich weiß aber nicht, wie ich noch reagieren soll. Im Moment habe ich mich wieder... Alleine die Tatsache, wenn die... Du hast gerade sowas gesagt, dass die Schwiegermutter so, sich so geäußert hätte nach dem Motto, die Ute ist krebskrank, was willst du mit der noch? Mit der hast du ja nicht viel von. Weißt du, dass sie sich so geäußert hat? Hat er das so gesagt? Ja, nicht ganz so krass, aber so ein bisschen verschönert das Ganze. So. Er liebt mich sehr, das weiß ich, aber er kriegt den Fuß einfach drüben nicht aus der Tür, weil sie ihm auch sagen, wenn du ausziehst, wenn du die heiratest, wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Also Ute, da musst du irgendwann eine Konsequenz aus der Sache ziehen. Das kannst du doch nicht auf Dauer, das geht dir doch unglaublich an der Nervenkostüm. Das kann man vielleicht ein paar Mal verzeihen, aber die Beispiele, die du mir jetzt genannt hast,
Wahrscheinlich, wenn wir uns lange unterhalten, noch viel länger unterhalten würden, würdest du mir noch ganz andere Beispiele vielleicht auch noch erzählen können, richtig, andere Kleinigkeiten. Die sind schon so gravierend, finde ich, dass es da gar keine Entschuldigung mehr für gibt. Was ja, ist das? Im Moment ist es halt so, dass ich mich halt sehr zurückgezogen habe. Ich schlafe also jetzt auch schon nicht mehr unten in seiner Wohnung oder nur noch ganz selten. Die meiste Zeit bin ich halt bei mir in der Wohnung. Mhm. Und das ist jetzt erstmal so die Konsequenz, die ich jetzt erstmal rausgezogen habe, um ihn vielleicht mal ein bisschen wach zu rütteln. Naja, es ist schon fatal überhaupt, dass du da reingezogen bist in dieses Haus. Ja. Das war schon der große Grundfehler am Anfang, aber du wusstest das ja nicht wie. Nee. Ist das eine Überlegung, dass du vielleicht sogar da ausziehst? Ich habe wirklich schon drüber nachgedacht. Mhm. Wäre sicher nicht falsch. Und dann muss der einfach, wie alt ist er? 41, sagst 41. du? Dann, mein Gott, das ist ein Erwachsener, ein absolut erwachsener Kerl. Da muss der eine Position einnehmen. Mhm. Und zu der muss der auch stehen. Ja. Der kann ja sowohl auch loyal zu seiner Mutter sein, aber auch loyal zu dir. Richtig. Aber dann muss er halt wirklich die Grenze auch zu seiner Mutter ziehen. Und das, was du gerade geschildert hast, ist genau das Gegenteil. Nämlich, er hat Angst vor ihr und sie mischt immer wieder mit. Und sie ist die dominante, krallige Mutter, ne? Also ich kenne es bisher nicht so. Ja. Ich habe sowas nie kennengelernt. In der Form. Ich, wenn ich du wäre, Ute, ich würde das nicht aushalten. Hm. Und ich würde gehen. Ich würde dem Kerl sagen, pass mal auf. Jetzt Butter bei die Fische. Was ist dir wichtig? Was ist dein Leben? Wie willst du leben? Hm. Willst du mit mir leben? Ich bin bereit, auch auf deine Mutter zuzugehen bis zu einem gewissen Grade. Wärst du das? Das wäre ich, ja. Gut, so. Aber da muss auch eine klare Grenze sein zwischen deiner Mutter und uns. Nur so kann es ein gutes Einvernehmen geben. Sonst wird das nie was. Nie und nimmer. Du ärgerst dich immer aufs Neue. Und es entstehen neue Aggressionen, er schaukelt sich hoch. Und irgendwann eskaliert es vielleicht in einem ganz schrecklichen Streit. Hm. Sag es ihm so. Das ist ja das, was ich ihm jetzt schon so ziemlich mitgeteilt habe. Ich habe auch gesagt, also wenn du im Urlaub bist, denk einfach mal drüber nach, was aus uns werden soll. So kann ich nicht mehr weiter. Ich finde schon diese Urlaubsnummer schrecklich. Wenn dann nur gut, er ist voriges Jahr mit Ihnen geflogen, da war das eingefehlt. Okay, kann man verstehen. Richtig. Aber jetzt dich alleine zu lassen, wo du zudem auch noch eine sehr schwere Erkrankung hast, finde ich unter aller Kanone. Wo jetzt auch die Chemotherapie und die Strahlen und alles anlaufen, weil operabel ist dieser Krebs im Moment nicht. Das ist einfach zu groß. Mhm. Und deswegen muss das mit Chemo und Strahlen verkleinert werden. Und das fängt jetzt nächste Woche an, genau zu dem Zeitpunkt, wo er eben in Urlaub fliegt. Also Ute, ich habe mich klar geäußert. Mhm. Das ist meine Meinung. Lass es dir nicht gefallen. Lass es dir auch nicht mehr lange gefallen. Okay. Das wollte ich eigentlich nur mal hören. Definitiv, sage ich dir mit ganz gutem Gewissen und mit klarer Haltung. Mhm. Und vor allen Dingen wünsche ich dir natürlich, dass du gesundheitlich auf den Damm kommst wieder. Und dass du diese ganze Behandlung gut überstehst und dass du gesund wieder wirst. Das wird schon wieder. Alles Gute von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, Ute. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr mich auch gerne sprechen wollt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch hier bei uns. Wir sind live für euch da hier im Studio in Köln, 0800 220 50 50. Mailen könnt ihr natürlich auch domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Gül ist hier. Gül ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Eine Frau. Ich war mir nicht sicher, ob Gül ein männlicher oder weiblicher Name ist. Weiblich. Ich höre es. Gül, schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, das ist so eine Sexfantasie, dafür tue ich mich sehr viel schämen. Also ich konnte es nur noch nicht mal meinen Psychotherapeutin sagen. Ich habe es eigentlich niemandem gesagt, weil ich mich auch danach immer schmutzig fühle und unrein fühle. Und das ist so ein unwohles Gefühl. Und ich komme nicht damit klar. Ich denke dann, alle sehen es mir im Gesicht an, dass ich sündige und schuldig bin. Also es geht um eine geheime Sexfantasie. Genau. Die du schon ausgelebt hast? Oder findet die nur in der Fantasie statt? In der Fantasie, die ich selber mit mir auslebe. Die du mit dir alleine auslebst. Mhm. Hast du einen Partner im Moment? Ich habe einen Freund. Der weiß davon auch nichts. Das habe ich ihm auch nicht erzählt. Weil du dich schämst. Ja, dass er mich nicht mehr normal findet. Ja, und selbst der Psychotherapeutin hast du es nicht erzählt? Nein, habe ich ihr auch nicht erzählt. Gibt es doch irgendwie vielleicht früher eine Freundin, mit der du das mal so ansatzweise besprochen hast?
schäme ich mich so sehr. Es ist nicht gewöhnlich. Mhm. So gut, jetzt erzähl es mir. Was ist es? Es ist ein bisschen sehr abseits. Bitte? Es ist dann halt... Was... Ich habe ein bisschen Hemmungen jetzt davor. Brauchst du nicht. Also A, bist du ja ganz anonym hier. Mhm. B, brauchst du dich nicht zu schämen, mir sowas zu erzählen. Ich habe hier so viele unglaubliche und ungewöhnliche Dinge schon gehört. Mhm. So schnell. Also ich liebe meinen Freund. Ich gucke auch nach schönen Männern. Ich begehre Männer. Und ich finde Männer auch sehr gemütlich, Geborgenheit und so alles. Und schöne Menschen tue ich auch anhimmeln, ohne was ich von denen will. Und ich weiß es, ich mag nur bekleidete Männer. Sobald die sich aufziehen, kommt es mir dann uninteressant, geht mir alle Erregung weg. So, jetzt aber zur Fantasie. Oder was lebst du mit dir selbst aus? Mit mir selbst lebe ich, okay, ich habe auch zwischendurch Sex mit meinem Freund und manchmal fühle ich mich dann halt so sehr leer, dass ich dann auch mir selbst befriedige und mir dann vorstelle, dass ich mit älteren, dicken, weichen Frauen, die nicht attraktiv sind. Moment, dass du Sex mit älteren, korpulenten Frauen hast? Ja, und die nicht attraktiv sind. Die nicht attraktiv sind, also ja. mit eher hässlichen, älteren Frauen. Ja. Das ist deine Fantasie. Ja. Und dass die weiche, schlapprige Bauchhaut haben. Ja, und das macht dich an. Ja. Eigentlich normal, wenn ich gegenüber solche Leute, überhaupt gegen Frauen... ekel ich mich eigentlich, könnte ich mir nie im normalen Leben sowas mich wagen und machen. Nur wenn ich heiß und geil und mich irgendwie leer fühle und damit ich volle Befriedigung habe, habe ich dann so abartige Fantasien, Vorstellungen. Ich komme auch ganz anders als mit meinem Freund. Also in dieser Fantasie? Ist viel intensiver, bin ich auch sehr erschöpft danach. Ja. Es hält dieses glückliche Gefühl ein paar Minuten und danach nur... Hast du ein schlechtes Gewissen? Schämen und Ekel vor mich selbst. Du hast so in deinem normalen Leben keine lesbischen Fantasien? Nein. Gar nicht. Das würde dich gar nicht interessieren, mit einer attraktiven jungen Frau Sex zu haben. Das sieht mich ja gar nicht an. Überhaupt nicht. Es ist so, wenn... Überhaupt nicht. Spielen wir mal einfach so die Fantasie durch. Du würdest real eine solche... Person, wie du sie beschrieben hast, älter, dicker, unattraktiv, du würdest eine solche Person, eine solche Frau treffen. Könntest du dir das vorstellen, real dich dann auch auf so etwas einzulassen? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Auch nicht, wenn du in einer sehr, ich sag mal, großen erotischen Grundstimmung wärst? Vielleicht, wenn ich sehr, sehr lange Sexentzug hätte. Dann. Und wenn sie mich zärtlich verführt. Ja. Oder wenn sie mich zärtlich an bestimmten Stellen streichelt und dass ich mich dann geborgen wie kleines Mädchen fühle. Bist du dann in der passiven Rolle oder in der aktiven? Eher in der passiven. Immer passiv. Ich fühle mich wie ein kleines Mädchen, sagst du. Ja, dann würde ich dann. Wenn ich sehr lange sexuelle Entzug hätte und dann... dass ich dann so in der Stimmung bin und dann, wenn sie mich dann Geborgenheit so liebevoll streichelt und umarmt, dass ich geborgen mich fühle und dass ich dann irgendwann schwach werde und dann... Fühlst du dich bei deinem Partner in der Sexualität geborgen? Geborgen nicht, nein. Sondern? Ich habe immer Gefühl, wenn ich mit ihm zusammen bin, ich muss sexuelle Hochleistungen, ich ihn überzeugen und ich einmalig sein und wenn er Sex mit mir hat, dass er dann, was vorher gelebt hat, dass ich ihm alles ausblase, dass ich einmalige leidenschaftliche, unersetzliche Frau bin, so bin ich dann, weil ich möchte ihn einfach glücklich machen, weil ich ihn liebe, aber wenn er dann ewig nackig mit seinen Schnitzel da rumläuft, ist es dann unattraktiv, wenn er bekleidet ist und mich dann anfängt zu streicheln und
ich streiche ihn, er ist auch bekleidet, oder ich greife in die Hose, dann kann ich warm werden und heiß werden und so. Ich verstehe schon. Wenn jemand bereit, nackig zu mir kommt, dann ist es wie so eine Muss-Anforderung, lass mal jetzt losgehen oder so. Das hast du ihm aber noch nie gesagt, dass dich das gar nicht so anmacht, wenn er da immer zu nackig rumläuft? Habe ich ihm schon gesagt. Hast du ihm schon gesagt? Und er ignoriert das. Ist es ihm egal? Ja, der sagt, ja, bist du wahrscheinlich gewohnt, weil du in Türkien bist und mit türkischen Mann verheiratet warst. Die machen ja immer mit Klamotten, hat er gesagt. Und da habe ich gesagt, hat damit nichts zu tun. Also anfangen, so langsam aussehen, das ist okay, habe ich gesagt. Ja. Und es wird immer also, das Feuer höher, habe ich ihm auch gesagt. Ja, ich höre daraus, dass dein Partner sich relativ wenig darum schert, was du empfindest bei der Sexualität. Du sagst, mir geht es darum, meinen Freund zu befriedigen, ihm eine schöne Lust zu bescheren. Aber umgekehrt sollte das ja genauso gelten. Aber das gilt nicht bei euch so. Er benutzt dich und das war's. Bei der Sexualität gibt er sich auch Mühe, damit ich komme. Und dann sagt er, bist du gekommen? Dann sage ich, ja, ich bin gekommen. Aber danach ist er dann, kein Handgriff macht er, dann ist er nicht mehr zärtlich. Bist du denn auch wirklich dann gekommen? Ja, ich komme dann auch. Ja. Und ich mache das aber viel schöner, wenn das nicht oft ist. Ja, mit lauter Sehnsucht und Leidenschaft. Wenn es zu oft ist, fühle ich mich auch wieder schon überfordert und es ist wie anstrengende Gymnastik dann für mich. Wenn du mit deinem Freund, deinem Partner, eine richtig tolle, gleichberechtigte Sexualität hättest, glaubst du, dass du auch dann auf deine Fantasien noch kämst? Vielleicht nicht. Glaube ich nicht, denke ich nicht mal, weiß ich nicht. Und dann denke ich manchmal, ich schäme mich dafür, ich hasse mich selber dafür. Also pass mal auf, da will ich jetzt erstmal was zu sagen. Ich finde deine Fantasie, dafür muss man sich nicht schämen. Warum? Ich hatte gerade, wer weiß, was erwartet. Gut, wenn du in der Fantasie hast, dass du mit einer älteren Frau, die nicht attraktiv ist, eine erotische Situation durchlebst, finde ich daran überhaupt gar nichts Verwerfliches. Ich finde das völlig in Ordnung und du musst dich da auch überhaupt nicht verschämen. Denke dir oft diese Fantasie aus, wenn du dich selbst befriedigst, wenn du es schön dabei hast, mach es. Ich finde es in Ordnung. So, ganz klare Sache. Ich habe aber noch nie, weißt du, Domian, sexuelle, erotische Träume gehabt, habe ich nie. Und dann, wenn ich erotische Filme oder Pornofilme gucke, finde ich das auch unerotisch und finde ich langweilig, wenn der Mann da heftig da rummacht und so gesichtsmimisch suche, dann finde ich da auch gar nichts, was da erotisch sein, mich leidenschaftlich mitnehmen soll. Also finde ich nicht. Ich habe auch viele Fantasien. Das ist so, wie soll ich denn sagen, dass man einen langen Rock anhat und keinen Schlüpfer, so altmodisch, so wie 1800 und so, dass man vielleicht in der Küche und so, dass der Mann mal so mit zärtlicher brauner Haut und ja, aber weißt du, wir kommen auf ein Thema. Beinschenkel ja, okay. Ich glaube, wir kommen immer wieder auf ein Thema, dass du in deiner Sexualität mit deinem Freund nicht zufrieden bist, um es mal sehr freundlich noch auszudrücken. Das ist das Problem. Und das Problem ist die Frage, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 2 Jahre schon. Das ist die Frage, willst du das auf Dauer hinnehmen? Kann man das auf Dauer hinnehmen, sexuell eigentlich relativ missachtet zu werden? Und das ist ja so bei euch. Das ist die Grundfrage. Was du da für Fantasien hast, ist, finde ich, jetzt erstmal relativ zweitrangig. Du bist unglücklich und unzufrieden in der Beziehung, das ist es. Ich schäme mich auch, dass, wenn ich das jemandem auch anvertraue, dass die mich dann für lesbisch halten, das bin ich nicht. Ja, darum geht's ja doch gar nicht, glaube ich dir auch. Du hast eine diese Fantasie und dann ist es dann auch gut. Meine Frage ist ja, woraus resultiert diese Fantasie? Resultiert diese Fantasie aus der Unzufriedenheit, was deine Partnerschaft anbelangt? Oder ist es wirklich eine kleine Nuance deiner Sexualität, dass du auf so etwas stehst? Kann ja auch sein. Und wenn es so wäre, wäre es ja völlig in Ordnung. Der Ansatzpunkt, wo du was verändern musst, finde ich, ist deine Beziehung. Erträgst du es? Willst du es noch lange mitmachen? Nutzt es, mit deinem Partner zu sprechen? Ich glaube ja fast nicht. Liebst du diesen Partner?
manchmal, wenn er nett zu mir ist, liebe ich ihn. Ja. Manchmal ist er immer so laut und grob, dann weiß ich nicht, ob der mich liebt. Mhm. Und dann ich will immer sagen, diese Aussage finde ich schon sehr bedenklich. Manchmal, wenn er lieb zu mir ist, da würde ich schon sagen, komm, die Beziehung, die ist kaputt. Manchmal, wenn du den wirklich lieben würdest, hättest du es anders geantwortet. Der macht mich oft nieder, weil ich auch psychisch in Therapie bin. Und dann sagt er, wir sind doch beide erwachsen und der Mann hat nicht nur zu sagen, er sagt, ich bin der Mann im Haus, ich bin der Herr im Haus und was er sagt, muss gemacht werden. Ein Pascha. Dann habe ich gesagt, ist doch Gleichberechtigung, in welchem Jahrhundert leben wir? Und die Frau kann ja auch Meinungen äußern. Mhm. Ich bin ja auch nicht dumm, habe ich dann gesagt. Und dann hat er gesagt, wenn Leute solche Therapie nehmen und sowas nötig haben, die haben überhaupt keine Meinung und nichts in der Birne. Finde ich sehr schlimm und sehr diskriminierend für dich und sehr verletzend. Denke über deine Beziehung nach, Gül, ob das deine Beziehung noch ist. So wie du mir das schilderst, finde ich eher nein. Ich gucke gerade auf unsere Uhr. Uns läuft ein bisschen die Zeit weg, Gül. Ich würde gerne noch, dass du anschließend mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst. Würde ich auch gerne. Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung und eine klare Entscheidung. Ich glaube, so geht's nicht weiter. So kannst du da nicht weiterleben. Ich bin halt nicht so mutig. Ja. Ich muss meinen Mut immer schaffen. Aber ich verzweifle manchmal an meine. Ja. Ich habe immer Angst, Fehler zu machen. Verstehe. Ich habe bis jetzt immer Fehler gemacht. Wir machen es mal so. Du nicht wieder Fehler machen. Du legst mal auf und wir rufen dich zurück. Das heißt, Magdalena ruft dich zurück. Okay. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Weiter geht es mit Patricia. Ja, ich dachte gerade, wie spricht man das aus? Es ist ja ganz einfach. Patricia, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Patricia, wie alt? 35? Ja. Um was geht's? Und zwar geht es darum, ich stehe jetzt gerade, quasi muss ich jetzt eine Entscheidung für mich treffen und ich weiß noch nicht, schon die Richtung weiß ich schon. Ich stehe gerade vor einem Schützenfeld. Vor was? Du stehst vor was? Vor einem Schützenfeld, vor einem Ort, der mir und meinem Nochmann sehr heilig war. So, und ich stehe quasi jetzt hier vor und bin am Überlegen, ob ich reingehe oder nicht, weil... ich verstehe das nicht. Du stehst vor einem Schützenfeld? Ja, im Auto sitze ich. Was ist ein Schützenfeld? Ein Schützenfeld, das ist wo Kirmesschützen... Ach so, so ein Kirmesplatz oder sowas. Ja, genau. Ach so. Das ist ein Ort, der mir und meinem Mann sehr, sehr heilig eigentlich war, sag ich mal so, weil das ein Ort war, wo seine Eltern nichts in unsere Beziehung hatten und meine Eltern genauso wenig. Und was hatten deine Eltern? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Deine Eltern hatten auf diesem Ort was mit eurer Beziehung? Nichts. Also das ist ein Ort, wo mein Mann und ich, wo keine Familie von uns beiden waren, wo Freunde von uns sind, wo Menschen sind, die wir eigentlich sehr mögen. Mhm. Und ist dieser Platz denn im Moment leer? Nein, dort ist ein Fest. Dort ist ein Fest. Und da sind auch Menschen im Moment. Ja, dort ist auch mein Mann im Moment. Da ist dein Mann. Und du sitzt gerade im Auto. Genau. Ja. Und das Problem ist folgendes, dass wir uns getrennt haben am 1. Mai. Mhm. Weil ich herausgefunden habe, dass er eine andere Frau hat. Mhm. Wo er mir gesagt hat, da ist nichts. Ich habe eine Handykarte gefunden, so fing es eigentlich an. Ich habe eine Handykarte gefunden und da hat er gesagt, das ist nur so. Und dann habe ich Telefonrechnung bekommen. Dann habe ich gesehen, dass da 32 SMS zum Beispiel an einem Tag an diese Frau gegangen ist. Mhm. Und er hat mir dann immer gesagt, da wäre nichts. Und dann habe ich eine Hotelrechnung gefunden, zu einem Zeitpunkt, wo ich selber gar nicht im Lande war, wo er mit ihr dort war. Okay, also da gab es auf jeden Fall eine Frau. Ja, so. Gibt es eine Frau und ihr seid seit dem 1. Mai getrennt. Ja. Ist er denn seit dieser Zeit oder schon länger mit dieser Frau zusammen? Also ich weiß, dass das im Februar, März, also im Februar muss das angefangen haben. Mhm. Und laut seinen Aussagen haben sie sich bis jetzt auch nur zweimal getroffen und jedes Mal in einem Hotel, weil sie selber zwei Kinder hat und selber auch in einer Partnerschaft. Also du weißt nicht, ob die heute zusammen sind? Die sind heute, sie ist da. Sie ist da. Ich bin da eben vorbeigefahren, ich habe das Auto gesehen, sie kommt aus Duisburg.
Ich habe dort angehalten und habe ein Unterhemd von ihm an die Windschutzscheibe mit ein paar passenden Bildern dazu gepappt. Ja. Was für Bilder? Das sind noch Hochzeitsbilder, die ich noch hatte. Aber da ist nur er drauf. Von euch? Und dieses Hemd, ja, und dieses Hemd hatte er eben auch zur Hochzeit an. Mhm. Und ich hatte ihm das Einzige, weil er immer wollte, dass wir uns trennen, Scheidung ja, ja, aber dass er so ein bisschen Abstand bräuchte und dann später nochmal zu gucken, ob es mit uns nochmal Sinn und Zweck hat. Okay, stopp mal eben. Ja. Wieso diese Aktion Unterhemd plus Bild? Warum das unter die Scheibe und unter den Scheibenwischer? Weil ich so verletzt bin, dass er mit ihr dorthin gegangen ist, obwohl ich ihn gebeten habe und er mir auch gesagt hat, er würde nicht mit ihr hingehen. Mhm. Und, also das ist für euch wirklich ein besonderer Ort, dieser, ja, Schützenplatz. Für mich, ja, ja, für ihn, mhm, auch. Mhm. Und er sagte dann nur zu mir, es wäre ja nicht so schlimm, wenn er jetzt mit ihr dahin gehen würde und nächstes Jahr dann vielleicht wieder mit mir. Das würde ja dann nur heißen, dass wir es geschafft haben. Aber für mich ist das völlig anders. Ich sehe das völlig anders. Er hat das so gesagt, er wollte sich von dir trennen. Ging das von ihm aus? Ich habe die Scheidung eingereicht. Du hast die Scheidung. Ich war die Erste, die dann zum Anwalt gegangen ist, weil ich so verletzt darüber bin, dass er nicht klare Stellung bezieht. Mhm. Er sagte zu mir ich gebe einfach mal so dieses Beispiel, so wie er es gesagt hat, dass er, weil ich gesagt habe, man schläft nicht einfach nur mit einer Frau. Mhm. Da sind ja dann auch Gefühle. Mhm. Und er meinte dann nur zu mir, nicht jeder Mann, der zu einer Prostituierten geht, hat Gefühle. Mhm. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, du wertest sie jetzt da gerade völlig ab. Und ich fand das einfach nur schlimm. Mhm. Was hat er denn dazu gesagt, dass du die Scheidung eingereicht hast? Das ist für ihn schon so okay. Also, das ist für ihn schon okay? Nein, es ist nicht okay. Er will es ja eigentlich gar nicht, aber... es läuft seinen Weg. Er will es gar nicht, aber es läuft seinen Weg? Komm. Ja. Also will er es doch, sonst würde er was dagegen unternehmen. So, und das habe ich ihm ja auch versucht zu erklären oder auch zu sagen. Mhm. Aber es ist dann so, dass von ihm nichts kommt und er bezieht dann keine Stellung dazu. Er lässt es dann einfach erstmal so laufen, um dann zu gucken, was passiert. Ist denn die große Grundfrage, wie lange wart ihr eigentlich verheiratet? 99 haben wir geheiratet. 99. Ist die große Grundfrage mal besprochen worden? Liebst du mich? Liebe ich dich? Die Grundfrage, also ich sag mal so, das ist, ich weiß, dass er mich liebt, weil er hat nie gelernt, über seine Gefühle zu reden. Nee, das will ich gar nicht hören von dir, was du weißt. Ich will hören, was er gesagt hat. Ich gebe ein Beispiel dazu. Hm? Das ist für mich eigentlich im Nachhinein sehr plastisch gewesen, weil es war Weihnachten und meine Schwester hat ihn gefragt, warum er mich geheiratet hätte. Hm. Und dann hat er gesagt, weil das so war. Hm. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was... Die große Liebesfrage jetzt im Moment. Jetzt im Moment nicht. Was? Ich meine, wenn er das schon so komisch beantwortet, warum er dich geheiratet hat, weil das so war. Wenn er da nicht mehr die Lippen kriegt, weil ich total verknallt war in Patricia, was sagt er denn jetzt? Gar nichts. Gar nichts. Das ist ja das Schlimme. Und du bist aber immer noch... Ja, ich habe ihm sogar wortwörtlich gesagt, ich bin ja ausgezogen und habe ihm wortwörtlich auch gesagt, ich weiß, dass mein Kopf sagt, nein, das geht nicht. Ich sage aber, jede Faser meines Körpers schreit nach dir. Mhm. Das ist ja das, was mich auch so, so verletzt. So, pass auf. Ich finde erstmal diese Aktion mit dem Unterhemd nicht in Ordnung. Geh hin, hol das Unterhemd wieder runter von der Scheibe. Du machst dich lächerlich, du machst dich klein. Du bezweckst damit überhaupt gar nichts. Gar nichts. Du musst groß sein, du musst souverän sein, du musst stark sein. Und du gehst da auch nicht rein jetzt. Was soll das? Du wirst zum Gespött der Leute. Willst du da eine Szene machen? Nee. Nein, du willst keine Szene machen. Aber ich will das für mich, also ich meine, das hört sich jetzt beschissen an. Mir tut das so weh. Ich weiß. Ich habe das Gefühl, je mehr ich ihm das sage, umso weniger, also es interessiert ihn überhaupt nicht. Was meinst du, wie weniger es ihn noch interessiert, wenn du jetzt da reingehst? Dann steigt noch mehr die Verachtung und die Abschätzung für dich, Herabschätzung für dich. Der ist genervt, der ist aggressiv wahrscheinlich, wenn du da reinkommst. Und du erntest von den Leuten nur Mitleid von den anderen. Mhm. Und du stehst vor ihr und vor ihm klein und sehr verletzt da. Und das darf nicht geschehen. Ich verstehe deinen Schmerz. Da müssen wir gar nicht drüber reden.
Das ist Horror, sowas. Horror. Für mich ist, aber man muss, ich sag dir, und ich weiß, man neigt natürlich in solchen Situationen verrückte Sachen zu machen, weil man nicht mehr Herr seiner selbst ist. Das Schlimme ist, ich bin ein absoluter Gefühlsmensch. Ja, ich weiß, das glaube ich. Ich sage dir das jetzt mal aus der Sicht, aus der ganz objektiven, fernen Sicht, aus meiner Sicht. Ich kenne dich nicht, ich kenne euren Fall nicht. Ja. Das Beste, was du tun kannst jetzt, ist dich mit Stolz, mit erhobenem Haupt zurückzuziehen. Nimm die komische Unterwäsche da weg und das Bild. Und fahr nach Hause und guck Fernsehen oder weiß ich was, was du machen könntest. Aber geh da weg. Geh bloß da weg. Ja. Ja. Du erreichst auf hundertprozentig nicht das, was du willst. Du erreichst nur das Gegenteil und stehst ganz, ganz blöd vor allen Leuten da, die das dann miterleben. Ja. Es gibt im Prinzip in deiner Situation jetzt keine Verhaltensweise, die dir die Schmerzen nimmt. Du bist zutiefst gekränkt und verletzt. Ja. Und das kann ich so verstehen, was du sagst. Für mich ist das Schlimmste eigentlich an der Sache auch, dass er mir noch wirklich bis heute noch gesagt hat, weil ihm das etwas wert ist, würde er sie da nicht mit hinnehmen. Mhm. Und nimm es zur Kenntnis, dass er es getan hat. Das heißt nämlich, dass der sich einen Scheißdreck darum kümmert, was eure Vergangenheit anbelangt, vielleicht deine romantischen Gefühle an diesen Platz, an diesen Ort. Das ist dem alles drissegal. Der ist mit seiner neuen Flamme da und lässt es sich wahrscheinlich wunderbar gehen, trinkt und schunkelt da. Geh nach Hause, Patricia, geh nach Hause. Ja, das Kuriose oder das Schlimme eigentlich auch in der Sache ist, einerseits weiß ich das auch, es sagt mir auch alle Welt um mich herum, ich meine, er hat mich ja auch klein gemacht, es ist ja auch so, dass ich jetzt auch wieder etliches an Kilos abgenommen habe und mich, sag ich mal, auch wieder als Frau fühle und ich auch sehr merke, dass es gibt noch Männer um mich herum oder Menschen um mich herum, die mich unheimlich mögen und die mich auch wertschätzen und das gibt mir auch ganz viel, aber ich weiß nicht, warum ich das unbedingt von ihm will. Weil wir haben uns beide nachher, aber du kriegst es, auf all diese Art und Weise, was du jetzt da versuchst, kriegst du das nicht. Mhm. Wenn du es eventuell bekämst, wenn du dich wieder interessant machst, wenn der auch wieder Respekt vor dir kriegt. Der hat keinen Respekt vor dir, wenn du sagst, jede Zelle meines Körpers sehnt sich nach dir oder so etwas. Das geht dem nur auf die Nerven im Moment. Mhm. Aber wenn du mit erhobenen Hauptes weggegangen bist, nach dem Motto, jetzt komm, lass mich in Ruhe, dann, wenn überhaupt, dann hast du eine Chance. Ja. Aber nicht so. Ja, ich war ja schon einmal, oder ich habe einen Menschen, sag ich mal, um mich herum im Moment, der mir sehr gut tut, der mir jetzt also schon ganz klipp und klar gesagt hat, Patricia, das Handy, was du hast, das ist schön und gut, schalt es aus, tu es weg. Er muss dich nicht mehr erreichen. Wenn er wirklich was von dir will, dann kann er um dich kämpfen und dann wird er es rausbekommen. Aber du kannst ihn jetzt nicht, präsentier dich nicht auf dem Silbertablett. Ja, das tust du aber. Ja. Das tust du. Der braucht ja gar nicht. Der hat ja das Gefühl, dass er um dich überhaupt nicht kämpfen braucht. Das hat er nie gebraucht. Der hat ja das Gefühl, die Kleine habe ich dick im Sack. Ja. Ich muss nur mit dem Finger schnippen, dann ist die da. Ja, ich hatte Situationen, also wirklich, dass ich vor ihm gestanden habe und gesagt habe, nimm mich im Arm. Furchtbar. 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 Dieses nicht so. Nee, Patricia. Also wir brauchen gar nicht weiterreden. Du darfst da nicht reingehen. Und nimm bitte das Unterhemd da weg. Ja. Es macht dich klein und du sollst nicht klein dastehen. So, wenn du jetzt noch ein bisschen aufbauend was brauchst, was ich dir gerne anbieten möchte, dann auch noch ein Gespräch mit Magdalena, mit meiner Psychologin. Gerne. Tut vielleicht auch nochmal gut so, wenn ihr beiden Mädels miteinander reden könnt. Ja. Ne? Ja, das wäre super. Aber geh bitte nicht rein. Geh bitte nicht rein. Nee. Ich stehe schon an der, sag ich mal so, Richtung Heimwerk. Sehr gut. Weil ich eigentlich habe ich mich jetzt hier hingestellt, weil ich gedacht habe, wenn sie dann vorbeifährt, weil das Schlimme ist, ich habe sie noch nicht gesehen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, wie sie aussieht. Ist doch gut so, die musst du auch gar nicht sehen. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall älter ist. Und das ist auch egal. Noch erschreckender. Ach, ist völlig egal, ist völlig egal. Patricia, du legst bitte auf, wir rufen dich gleich zurück. Ja, ist okay, danke. Viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns hier gerne live erreichen wollt. Ja, es geht weiter mit dem Marc um 1.45 Uhr auf die Sekunde. Und der Marc ist 21. Hallo Marc. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Marc?
Ja, bei mir geht es einfach um, ja, ich wurde damals, oder das fing seit 14 Jahren an, also seit meinem 14. Lebensjahr wurde ich von meinem Vater misshandelt. Misshandelt? Was heißt das? Das heißt, geschlagen, er war oder ist Alkoholiker, hat sehr oft am Wochenende getrunken, mit Freunden von meiner Mutter. Und ja, dann gab's immer, dann war er immer so angetrunken oder betrunken, dass er halt dann zugeschlagen hat. Das heißt, hat er dich denn, du sagst, mit dem 14. Lebensjahr fing es an. Hat er dich früher, als du Kind warst, nicht geschlagen? Da wurde ich verbal runtergemacht. Bitte? Da wurde ich verbal, also beschimpft. Ach so. So, wie hat er dich denn, wie heftig hat er dich geschlagen, dann, als es dann losging? Ja, drei oder viermal, dass ich im Krankenhaus war. So schlimm. Und du lagst im Krankenhaus mit welchen Verletzungen? Einmal hatte ich so ein Halswirbeltrauma. Mhm. Dann hatte ich einen offenen Schädel, also so ein, da hat was rausgeklappt, da hat er mich mit der Flasche draufgeschlagen. Mhm. Einmal war es so, dass ich einen gebrochenen Fuß hatte und ein Handgelenk gebrochen. Mhm. Ja, und noch eine Gehirnerschütterung. Also schlimme Verletzungen. Mhm. Ist dieser Mann, war dir dieser Mann damals körperlich sehr überlegen? So ab 14 entwickeln sich ja Jungs so. Es hätte auch sein können, dass du ihm ebenbürtig bist. Das hat eigentlich schon eine lange Vorgeschichte. Ich habe mich immer unterdrückt gefühlt. In der Familie, in der Schule, hat mir alles gefallen gelassen. So ja, in der Schule, da wurde ich auch sehr oft verprügelt. Mhm. Das heißt, und irgendwann hat man dann halt den Mut verloren, sich dagegen zu wehren. Das heißt, du hast dich ja überhaupt gar nicht groß gewehrt bei ihm. Nee. Der hat auf dich eingedroschen und getrampelt und getreten. War deine Mutter auch dabei? Auch. Haben aber nie was gemacht. Wie gesagt, ich war in der ganzen Familie, nicht nur in meiner Familie, wo ich drinnen war, bei meinen Eltern, sondern auch woanders, also in der Umlauf, Oma, Opa. Mhm. Schwarzes Schaf. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei. Wurden alle gut behandelt. Die werden gut behandelt. Und du so schlecht und deine Mutter ist nicht dazwischen gegangen. Wie viele Jahre ging das? Das fing mit 14 so richtig schlimm an. Und wie viele Jahre ging das? Ja, bis voriges Jahr. Bis voriges Jahr? Bis zu deinem 20. Lebensjahr? Also bis im Mai 2006. Was war denn im Mai 2006? Da war wieder... ich habe damit schon woanders gewohnt. Mhm. Wollte aber den Kontakt immer noch nicht so richtig aufgeben wie meine Mutter und mein einen Bruder. Mhm. Ja, und die wollten, wo ich dann da war zu Besuch, wieder mal von mir Geld haben, was ich bis dahin auch immer gezahlt habe oder gegeben habe. Die wollten Geld haben? Ja, nur zu dem Zeitpunkt hatte ich selber nicht mehr viel beziehungsweise noch kein Geld drauf und habe dann gesagt, ja, es geht nicht. Und dann hat er wieder eingeschlagen? Ne, die haben schon am Vormittag gesoffen. Die hatten schon gesoffen. Das heißt, die Mutter? Ja. Ja. Und dann gab es wieder einen Übergriff? Ja. Und dann war es so schlimm, dass mein Bruder noch mal drauf war, der Kleinste. Ach, der hat sich dann auch noch daran beteiligt? Ja. Wie schwer warst du da verletzt? Da hat er mir mit der Kehle abgedrückt und so doll, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und dass mein Bruder, der andere, der mittlere, dann gekommen ist und mein Vater weggezogen hat mit meiner Mutter. Und dann bist du abgehauen? Ja, und dann bin ich abgehauen. Aber danach bin ich noch wo ich war, in den Ort noch
so einen Kumpel, weil ich mal reden musste mit jemand. Mhm. Und dann wollten wir eigentlich weiter zu mir fahren, in die Stadt. Mhm. Und naja, und auf dem Weg ist mein kleiner Bruder angekommen und hat mich mitten auf der Straße verdroschen. Mein ja. Gott, was ist denn da los für euch, Marc? Mein Gott. Du hast diesen Vater, ich sag diesen Vater, mir geht es gar nicht über die Lippen, deinen Vater. Du hast diesen Mann nie angezeigt. Na doch, dann. Dann ja. Voriges Jahr im August habe ich ihn angezeigt. Was ist jetzt daraus geworden? Ich hatte vor 2 Wochen eine richterliche Vernehmung, mhm. wo alles aufgerollt wird. Mhm. Achso, das wird jetzt, es läuft jetzt an, das Ganze. Ja, und mein Bruder, der wurde im Februar schon verurteilt, wegen der Sache damals, mhm. die er da gemacht hat. Und, na, ein bisschen was rausgekommen halt noch nicht. Mhm. Sag mal, du wirkst auch sehr, sehr, sehr angeschlagen und sehr traurig. Ja. Du lebst. Weil ich alleine bin, weil ich mich alleine fühle. Ja, ich wollte gerade fragen, du lebst alleine. Ja, hast in du einem Wohnheim. Ein Wohnheim? Ja. Hast du da mache ich meine Ausbildung. Ach so. Also so wie ein Internat mit, da tue ich auch wohnen. Mhm. Was für eine Ausbildung machst du? Ich mache Kinderpfleger. Kinderpfleger. Ja, guter Job. Toller Job. Ja. Und du wohnst in einem Wohnheim. Gefällt es dir denn da und fühlst du dich da wohl? Ich habe 3 wahre Freunde, sagen wir es mal so. Na, immerhin. So richtig. 3 Freunde haben, ist ein großes Glück. Ja. Das aber haben nicht alle Leute. Ich kann auch nicht viel machen. Nee, klar. Aber wenn es deine Freunde wirklich sind, sind die ja für dich da. Und das ist ja schon mal ein gutes Gefühl. Ja. Sag mal, Marc, wenn du so viel schlimme Sachen erlebt hast, was ich dich gerade noch fragen wollte, es gab aber keine sexuellen Übergriffe von dem Vater. Nein, das nicht. Es waren immer brutale körperliche Übergriffe. Ja. Wenn du so lange Jahre in der Angst gelebt hast und dann noch diese Schmerzen hast ertragen müssen, hat das ja eine schwere, schwere Auswirkung auf die Psyche, die Seele. Ich bin depressionskrank, habe eine Angststörung und habe eine Persönlichkeitsstörung. Ja. Bist du denn in einer guten Behandlung? Ich war schon, voriges Jahr, das letzte Mal war voriges Jahr. Davor war ich, das Jahr davor war ich nochmal und dann mit 16, 2002. Wie ist es denn jetzt aktuell? Hast du im Moment einen Ansprechpartner, einen Psychologen oder einen Arzt? Ich habe eine Betreuerin, psychologisch halt nichts. Also. Mhm. Die Betreuerin wurde mir von dieser Klinik angeboten und die hilft mir so ein bisschen im Lebensbereich. Nur ich komme irgendwie jetzt, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo nicht mehr richtig geht, sagen wir es mal so. Und ich habe aber zu der Betreuerin auch keinen richtigen guten Draht. Ja, weißt du, es schreit geradezu danach, dass du in sehr, sehr gute ärztliche, psychologisch, psychiatrische Hände kommst. Dass man dir hilft, mit der Angsterkrankung, mit der Depression umzugehen, dass man mit dir eine gute Therapie macht, um die ganzen schlimmen Dinge der Vergangenheit zu bewältigen. Ich habe schon 3 gemacht, das wurde mir immer gesagt, in diesen Therapien. Also die erste, die hat geholfen mit 16. Ja, aber die anderen 2, die waren, kann man nicht beschreiben, das war, ich weiß nicht, das. Und jetzt habe ich einfach auch den Mut verloren, noch eine Therapie zu machen. Marc, was meinst du, wie oft ich das hier schon gehört habe und ich glaube euch das wirklich allen, weil ich auch im privaten Umfeld solche Fälle kenne, dass Leute mit einer schweren Erkrankung, einer schweren seelischen Betroffenheit zu falschen Therapeuten kommen oder zu unfähigen Therapeuten kommen. Und das vielleicht ein paar Mal sogar hintereinander. Und daraus dann den Schluss ziehen, dass dieses ganze Therapiegedönse plus Psychiatrie hilft mir sowieso nicht. Das ist der falsche Schluss. Ich glaube, dass jemand wie du deine Biografie jetzt geschildert hast, nur eine wirklich gute Chance hast,
richtig Fuß zu fassen im Leben. Ich meine, das ist ja schon toll, dass du deine Ausbildung machst, dass du im Wohnheim wohnst, dass du Freunde hast. Aber es soll ja noch weitergehen. Da steht dann jetzt wieder die Ausbildung ja auf dem Spiel, weil ich, ja, sagen wir mal, ich weiß es nicht, ob psychosomatisch ist, aber ich bin sehr oft krank und das hauptsächlich Bronchitis oder andere Sachen. Es wird alles zusammenhängen irgendwie. Also ich finde, dass du ganz dringend in gute Hände gehörst, in gute psychotherapeutische oder psychiatrische Hände. Ganz dringend. Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Ich würde dir auch gerne noch eine Hilfestellung von uns anbieten, dass du erfolgreich bist bei deiner Suche nach einem guten Ansprechpartner. Du musst es tun. Alleine wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen, Marc. Mach es. Du bist so jung noch. Dieser Mann darf nicht den Triumph haben, dass er dein ganzes Leben zerstört hat. Das darf nicht sein. Du kannst noch so viele schöne und tolle Sachen erleben. Auch wenn du deinen Beruf fertig hast. Das ist ein so schöner Beruf, den du da hast. Das darf der Mann nicht schaffen, dass er dir so weit jetzt in dein Leben noch hineinregiert. Bis jetzt kämpfe ich, immer weiter kämpfen. Und nur umso mehr ich dann immer kämpfe, umso mehr Mut geht verloren. Aber du hast angerufen. Und das zeigt mir, dass du letztendlich auch doch Hilfe möchtest. Schon. Ja. Wäre dein Traum auch irgendwann vielleicht eine Familie mal zu haben? Kinder? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf eine Art schon, auf einer anderen Art weiß ich nicht. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Nee. Schon mal verliebt? Heimlich? Ja. Tja. Hat nicht geklappt. Nee. Ist ja auch ein schweres Ding mit der Liebe. So einfach funktioniert das auch nicht alles. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass du erstmal stabil wirst für dich selbst. Vor allen Dingen auch, wenn jetzt diese ganzen gerichtlichen Sachen da laufen, dann brauchst du ja auch eine innere Stärke. Du musst Aussagen machen, musst vor Gericht treten und weiß ich, was alles auf dich zukommt. Ja, die Lehrer, die sagen ja immer im Internat, weil die sehen ab und zu, dass ich mich gehen lasse. Was normalerweise auch, finde ich, in letzter Zeit, weil die Gerichtstermine kamen, richterliche Vernehmung, dann Krankenhausaufenthalte dieses Jahr wieder wegen irgendwelche psychosomatischen Dinge, die abgeklärt wurden. Da sagen sie, ich, die Lehrer, ich würde meinen Arsch nicht hochkriegen und ja, ich soll endlich mal machen und so. Marc, jetzt werden wir dir im Hintergrund mal, soweit das in unserer Macht steht, helfen. Das wird nicht viel sein, aber wir werden dir einiges an die Hand geben. Und ich möchte dich bitten, es zu tun, es zu versuchen. Du kannst nur gewinnen. Wenn du nichts tust, hast du schon verloren. So einfach ist es. Meine Psychologin heißt Magdalena, heute Nacht. Wenn du es aufgelegt hast, wird sie dich, ich weiß nicht, ob sie sofort anruft, aber innerhalb der nächsten Zeit, 10, 15 Minuten anrufen. Und dann sprecht ihr beiden weiter intensiv, okay? Liebe Marc, ich wünsche dir ganz viel Kraft, wirklich ganz viel Kraft. Du hast schon so viel Übles erlitten. Jetzt soll es besser werden. Es soll besser werden. Alles Liebe von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik war Volker Tarke. Wir sind am Montag wieder da. In der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann auf allen drei Programmen im WDR Fernsehen, bei 1 Festival und bei 1 Live. Ich freue mich auf euch und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes und einfach ein schönes Sommer- oder Frühsommerwochenende. Alles Gute und eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. Thank you.